Der Zirkel. Ich weiß nicht, wie viele von euch das Buch Der Zirkel kennen. Auf jeden Fall ist dazu jetzt ein Kinofilm draußen und den gucken wir uns auf jeden Fall heute an. Aber bevor wir den von uns den Film angucken, sage ich euch so kurz, worum das Buch geht. Ich habe es nicht komplett gelesen, nur den Anfang, deswegen kann ich euch auch nicht spoilern. Und es geht einfach darum, dass Der Zirkel ist so ein Riesenunternehmen, sowas, was heutzutage beispielsweise Google, Facebook oder Apple sind. So ein riesen Tech-Unternehmen, das auch sehr innovativ ist. Und da geht es um eine Frau, die in diesen Zirkel reinkommt, da jetzt anfängt zu arbeiten und um die Geschichte von ihr, wie sie das Unternehmen kennenlernt. Zumindest ist das, was ich bisher gelesen habe in dem Buch. Da gucken wir uns den Film an, aber vorher gehe ich noch mal skaten und probiere hier die GoPro aus. Yes! Keine Ahnung, wie gut die Audioqualität von der GoPro ist, aber wir werden es ja jetzt sehen. Also das Erste, was mir auffällt, ist, die ist halt deutlich kleiner als jede andere Kamera, als eine Kompaktkamera oder so. Deswegen macht auf jeden Fall richtig Bock, mit so einem Ding rumzulatschen. Must have been to 11 when the world ended. Least it felt like it at the time. Teenage years make a heartbreak worse. Plus a lot was going on, couldn't stop it at the time. Skateboard schon zu Ende. Kinofilm ab dafür. 22 and I'm way more wise to the fact that the world makes plans that the mind can't hatch. No heart makes dreams working time can't match. And I choose to be truth, nothing rhymes like that. Der Zirkel ist auf jeden Fall ein Gedankenexperiment. Also wenn ihr in den Film reingeht, erwartet keinen Actionfilm. Es ist kein Actionfilm. Es ist auch kein IT-Hacking-Film oder sowas. Es ist auch kein Börsenfilm wie Wolf of Wall Street oder sowas. Es ist halt einfach ein Gedankenexperiment und ein ziemlich gutes, weil wenn man sich mal überlegt, Themen in der Politik, Big Data, Vorratsdatenspeicherung und sowas, und The Circle ist auch so ein bisschen übertragbar auf das, was wir eigentlich alle machen, wenn ihr euer Instagram oder euer Snapchat anguckt. Ihr teilt wahrscheinlich Sachen, die ihr nicht unbedingt jedem sagen würdet. Und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn The Circle so dieses Gedankenexperiment von der überwachten Welt ist. Mehr will ich euch nicht sagen, guckt euch den Film an. Aber ich finde es als Gedankenexperiment auf jeden Fall genial und erschreckend, was eigentlich alles passieren könnte, wenn man denn so weit geht. Aber als Film, es hat nicht immer die meiste Spannung. Es ist von der Spannungskurve, je nachdem wie tief man in die Story reingeht, nicht mal ganz so hart. Aber wenn man vor allem mitfühlt mit den ganzen Figuren, die in dem Film drin sind, dann kann man sich den auf jeden Fall auch mehrmals geben. Also ich muss jetzt sagen, das Gedankenexperiment, wenn ich darüber nachdenke, will ich lieber mehrmals über das Gedankenexperiment nachdenken und mich darüber austauschen, als mir den Film mehrmals zu geben. Aber auf jeden Fall kann man sich den Film auch mehrmals geben, meine Meinung. Aber ohne jetzt viel zu spoilern, würde ich euch mal fragen, was haltet ihr eigentlich davon, wenn auf einmal alles überwacht wäre? Keine Spoiler, aber stimmt mal oben ab. Was würdet ihr davon halten, wenn auf einmal die Politik sagen kann, ey, zeig mir mal an, wo du jetzt bist oder was du zuletzt gesagt hast, was für eine E-Mail du zuletzt geschrieben hast oder so, das kann auch. Stimmt einfach mal ab, was ihr davon halten würdet. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich so 90-95%, fast 100% sagen würden, nein, ist scheiße. Aber stimmt einfach mal ab, würde mich jucken. Wie gesagt, abschließend zum Film kann ich sagen, geiles Gedankenexperiment, geil gemachter Film. Aber teilweise fehlt ein bisschen Spannung. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Vlog. Schaut euch auf jeden Fall den Mannheim-Vlog an, der auch wieder ein Endcut sein wird. Und haut rein. Shit. Honestly, I'm starting to believe it. Yes, I know that man.